Schauerstoff, der Grusel-Podcast für schlaflose Nächte. Im Nebel des Grauens. In Spanien hat Halloween, anders als in Deutschland, eine deutlich längere Tradition. Ganze 3 Tage begeht man auf der Iberischen Halbinsel ein großes Fest für die Verstorbenen. Es beginnt mit dem 31. Oktober, dem Dia de las Brujas, zu Deutsch dem Tag der Hexen. Der darauffolgende Tag wird als Dia de Todos los Santos, also als Tag aller Heiligen, gefeiert. Bis das Fest schließlich am 2. November, dem Dia de los Muertos, also am Tag der Toten, seinen Abschluss findet. Entsprechend weit verbreitet sind auch in Spanien Geschichten von Geistern, Dämonen oder paranormalen Phänomenen, die sich um die Halloween-Zeit herum ereignet haben sollen. Eine davon, deren Mythos jedoch für 4 junge Menschen grausame Wirklichkeit werden sollte, soll hier nun erzählt werden. Es war der 16. Oktober 1991, als Enrique Martinez einem ungewöhnlichen Vorschlag von seinem besten Freund Jorge gefolgt war. Der hatte vorgeschlagen, gemeinsam mit ihren beiden Partnerinnen Anna und Sophia in die Pilze zu fahren, um Pfifferlinge, Champignons und vieles mehr sammeln zu gehen. Das Areal für die angedachte Pilzjagd hatte Jorge allerdings nicht zufällig ausgewählt. Er wollte in die Region von La Musara, ein verlassenes Dorf mitten in den Wäldern von Südkatalonien. Das Dorf hatte bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts um die 300 Einwohner gehabt, war dann jedoch bis 1960 auf gerade mal 25 Bewohner geschrumpft und schließlich gänzlich verlassen worden. Die Gründe dafür reichten von einer schlechten Trinkwasserversorgung über einen nährstoffarmen Boden bis hin zur Abgeschnittenheit vom Rest der Welt. Nachdem auch die letzte Familie die kleine Ortschaft verlassen hatte, begannen sich allerlei Mythen und Schauergeschichten um La Musara zu ranken. Treibende Kraft war dabei auch die Sichtung eines immer wiederkehrenden, mysteriösen Nebels, der sich schwer und undurchdringlich über das Dorf legte. Genau dieser Nebel sollte auch den 4 Freunden bei ihrem Ausflug zum Verhängnis werden. Doch Enrique, ein erwachsener Mann von mittlerweile 36 Jahren, interessierte sich nicht sonderlich für Schauermärchen und Legenden. Er war nur mitgekommen, weil er unbedingt interessante Pilze aus der Region sammeln wollte. Besonders angetan hatte es ihm dabei der weinrote Kiefernreizker, der mit seinen tiefroten Lamellen optisch an Blut erinnerte und sich obendrein köstlich zubereiten ließ. Enrique hatte den ganzen Nachmittag über schon allerlei interessante Exemplare ausgegraben und in seinen Korb legen können und dabei gar nicht mitbekommen, dass die Gruppe sich bei ihrer Suche immer weiter den Rändern des einstigen Dorfes genähert hatte. Enrique überlegte kurz, ob Jorge sie vielleicht absichtlich in die Richtung von La Musara geführt hatte, um ihrem Ausflug den gruseligen Anstrich zu verleihen, auf den er selbst gerne verzichtet hätte. Doch mit Blick auf die verfallenen Ruinen des Dorfes musste er zugeben, dass sie einer gewissen gespenstischen Faszination entbehrten. Obwohl La Musara einst ohnehin nicht besonders groß gewesen sein musste, war 30 Jahre nach seiner Räumung noch viel weniger von der kleinen Ortschaft übrig geblieben. Das Dorf bestand im Grunde nur aus 2 Dutzend Ruinen, die teilweise so baufällig waren, dass nur noch die Grundmauern übrig geblieben waren. Ein staubiger Schotterweg verlief einmal quer durch das Dorf, in dessen Mitte sich das einzige Gebäude befand, das noch einigermaßen intakt war: die Dorfkirche. Jorge, für den das Abenteuer hier erst so richtig angefangen hatte, zeigte die Straße hinunter und sagte: "Kommt mit, ich möchte euch etwas zeigen." Schnell nahm er seine Freundin Sophia an der Hand und lief mit ihr zügig die Schotterstraße in Richtung Dorfmitte entlang. Enrique, der lieber mit Anna zusammen weiter nach Steinpilzen Ausschau gehalten hätte, verdrehte kaum merklich die Augen, bevor er seiner Frau den Arm zum Unterhaken anbot und die beiden zögerlich folgten. Es war nicht nur die spontane Gruselexkursion seines begeisterten Freundes, die ihm auf den Zeiger ging. Genervt stellte er außerdem fest, dass allmählich Nebel aufzog und ihnen die Sicht zu erschweren drohte, was eine weitere Suche nach Pilzen garantiert schwieriger machen würde. Bei dem Vorplatz der Kirche angekommen, zeigte Jorge begeistert auf eine Art steinernen Monolithen. Nichts Besonderes,
eigentlich nur ein grauer, quadratischer Klotz, ca. 1,50 Meter hoch, der aus der staubigen Erde ragte. Das, meine Freunde, ist das älteste Bauwerk des Ortes, verkündete er mit einem nahezu stolzen Unterton. Fantastisch, gab Enrique trocken zurück. Dann können wir ja jetzt weiter Pilze suchen. Mir fehlen noch ein paar Pfifferlinge für das Essen, das ich heute Abend für euch kochen soll. Genau, sprang seine Frau Anna ihm bei. Außerdem wird der Nebel immer dichter. Bald sehen wir bestimmt gar nichts mehr. In ihrer Stimme lag ein leises Frösteln. Ging es ihr wirklich um die Pilzsuche? Oder hatte Jorge sie mit seinem Schauermärchen über La Musara bereits genügend getriggert? Falls ja, setzte er nun noch einen drauf. Das ist nicht irgendein Monolith, gab er leicht beleidigt zurück. Der Stein soll eine Unmenge an dunkler Magie bündeln und obendrein ein verstecktes Portal zu einer anderen Dimension bereithalten. Wie zum Beweis seiner fragwürdigen Aussagen legte er die Hand oben auf den Monolithen. Los, fühlt mal! Abermals musste Enrique ein genervtes Seufzen unterdrücken, doch er wusste, dass es keinen Sinn hatte, mit seinem Freund darüber zu diskutieren. Er kannte Jorge lange genug, um zu wissen, dass dieser bei seinen absurden Ideen und Überzeugungen kein Nein akzeptierte und er die Sache nur unnötig in die Länge ziehen würde. Also murmelte er stattdessen ein kaum hörbares »Von mir aus« und legte zusammen mit den anderen dreien die Hand auf den Monolithen. Seiner eigenen Erwartung gemäß geschah im ersten Moment genau gar nichts. Lediglich die Frösche in dem angrenzenden Kirchteich quakten plötzlich deutlich lauter als zuvor. Und irgendwie fühlte der Stein sich plötzlich heiß an. Doch das konnte auch Einbildung sein. Klar, seine Fantasie musste ihm einfach einen Streich spielen. Alles klar, sagte Enrique schließlich und nahm seine Hand von dem Steinquader. Dann können wir ja jetzt endlich weitersuchen, bevor der Nebel noch dichter wird. Wie um sich selbst von den schlechter werdenden Sichtverhältnissen zu überzeugen, wandte er sich zu der Kirche hinter ihnen, die mittlerweile immer mehr von einer dicken Nebelwand umhüllt wurde. Doch als wollte das Gebäude ihn Lügen strafen, teilte sich der Nebel plötzlich und gab den Blick auf eines der Kirchenfenster frei. Und dort oben sah Enrique nun etwas, das ihm wirklich Angst einjagte. Für einen Moment konnte er ohne jeden Zweifel die dunklen Umrisse einer Gestalt ausmachen, die direkt zu ihm und seinen Freunden herunterzustarren schien. Doch bevor er überhaupt verarbeiten konnte, was er da gerade gesehen hatte, schloss sich die Nebeldecke um den Kirchturm bereits wieder und verbarg das Fenster. Mit weit aufgerissenen Augen wandte Enrique sich um zu seinen Freunden und versuchte, deren Gesichter zu deuten. Doch abgesehen von Jorges und Sophias Abenteuerlust und Annas Ungeduld, konnte er in ihren Augen nichts anderes ablesen. Offenbar war er der Einzige gewesen, der es gesehen hatte. Was auch immer es war. Na los, lasst uns weiterziehen, sagte Jorge schließlich, und Enrique durchfuhr ein Gefühl der Erleichterung. Er hatte kein Interesse daran, noch länger an diesem suspekten Ort zu bleiben, zumal er es vor den anderen auch nicht zugeben wollte, dass er dieses gottverlassene Dorf mehr und mehr unheimlich fand. Als er dann sah, wie Jorge, Sophia und seine Frau gemeinsam auf den Kirchturm zusteuerten, bemerkte er sofort ein unangenehmes Ziehen in der Magengegend, denn diesem Gebäude wollte er sich gewiss am allerwenigsten nähern. Zögernd stapfte er ihnen durch den Staub und Nebel hinterher. Die Schwaden waren inzwischen so dicht, dass er die Distanz zu seinen Mitstreitern nicht zu groß werden lassen durfte, sonst würde er sie verlieren. Erleichtert stellte Enrique fest, dass die drei anderen offenbar gar kein Interesse daran hatten, die Kirchenruine auch von innen zu besichtigen. Stattdessen umrundeten sie einmal das alte Gemäuer und gingen auf den dahinterliegenden Friedhof zu. Als Enrique den Kirchturm nun aus der Nähe passierte, verspürte er jedoch plötzlich den inneren Drang, stehen zu bleiben und durch die Fenster im Erdgeschoss zu schauen. Die Kirche hatte ihre besten Zeiten wirklich hinter sich. Sämtliche Fensterscheiben fehlten, und anstelle von ordentlich gemauerten Fenstern zeigten nur noch klaffende Löcher ins Innere des Kirchenbaus. Auch hier hatte der Zahn der Zeit dem Material ordentlich zugesetzt. Dennoch konnte man noch andeutungsweise die Bankreihen und den Altar am anderen Ende des Kirchenschiffs erkennen. Kaum zu glauben, dass dieser Ort einst mal voller gottesfürchtiger Menschen gewesen war. Während Enrique dort am Fenster stand und hineinspähte, hatte er plötzlich umso mehr das Gefühl,
als würde eine unsichtbare Macht seine gesamte Aufmerksamkeit bündeln und ihn unbemerkt immer weiter in das alte Gebäude hineinziehen. Er konnte spüren, wie er sich immer stärker nach vorne lehnte und dem Drang nachgeben musste. Gleichzeitig ermahnte ihn eine leise Stimme aus seinem Unterbewusstsein, dass er sich schleunigst von diesem Ort entfernen sollte. Doch er konnte nicht. Er war wie gebannt an Ort und Stelle fixiert. Währenddessen hatten Jorge, Sophia und Anna den Friedhof erreicht und inspizierten neugierig die Inschriften auf den jahrhundertealten Grabsteinen. Ein Grabmal hatte es Sophia besonders angetan und sie beschloss, mit ihrer analogen Kamera ein Foto davon zu schießen. Um die richtige Perspektive zu finden, ging sie einige Schritte zurück und stieß dabei versehentlich gegen einen anderen Grabstein. Ein steinernes Kreuz, das fatalerweise nicht nur umfiel, sondern sofort in seine Einzelteile zerbrach. »Na toll«, zog Jorge sie auf und feixte. »Jetzt haben es die Untoten an diesem verfluchten Ort bestimmt auf uns abgesehen.« »Was meinst du mit verflucht?«, gab Sophia verunsichert zurück, während sie sich erfolglos damit abmühte, den Grabstein wieder zusammenzupuzzeln. In ihrem Gesicht zeichnete sich plötzlich ein Anflug von Panik ab. »Warum hast du mir nicht gesagt, dass dieser Ort verflucht ist?« Während zwischen Jorge und Sophia ein Pärchenstreit vom Zaun zu brechen drohte, fiel Anna plötzlich auf, dass Enrique noch immer nicht zu ihnen aufgeschlossen war. Wo steckte er bloß? Mühsam bahnte sie sich ihren Weg durch den Nebel zurück in Richtung Friedhofsausgang und wäre beinahe selbst über einen Grabstein gestolpert, als sie schließlich Enrique wie versteinert an einem der Kirchenfenster stehen sah. Sie rief mehrmals seinen Namen, erntete allerdings keine Reaktion. Erst als sie neben ihm angekommen war und sanft ihre Hand auf seine Schulter legte, löste ihr Mann sich plötzlich aus seiner Schockstarre und sah sie erschreckt an. Er war leichenblass und seine Augen seltsam rot unterlaufen. Auch Anna fand, dass es Zeit war, diesem gottlosen Ort nun endlich den Rücken zu kehren. Gemeinsam untergehakt gingen sie zurück zum Friedhof, wo Jorge und Sophia sich immer noch lautstark stritten. Offenbar hatte Sophia inzwischen auch den Kanal voll von den Spukabenteuern ihres Partners und fühlte sich getäuscht. Doch Enrique schien sich überhaupt nicht für das Gezanke zu interessieren. Stattdessen löste er seinen Arm aus Annas Griff und blieb stehen. Mit leuchtenden Augen zeigte er plötzlich auf ein Dickicht nur wenige Meter entfernt von ihnen. »Schau mal, Anna«, sagte er aufgeregt, »da hinten wachsen Kiefernreizker.« »Was? Wo denn?« fragte Anna ungläubig und kniff die Augen zusammen. In diesem verdammten Nebel konnte Enrique doch unmöglich irgendwelche Pilze entdeckt haben. Doch der blieb beharrlich. »Aber klar, schau doch hin. Ich gehe nur schnell rüber und sammle sie ein, dann können wir endlich nach Hause.« »Okay«, seufzte Anna und versuchte sich damit zu trösten, dass sie diesem unheimlichen Ort doch noch irgendetwas Positives hatten abgewinnen können. »Ich versuche derweil, zwischen unseren beiden Streithähnen zu schlichten.« Ihre Wege trennten sich, und während Anna noch im Augenwinkel sah, wie Enrique sein Pilzmesser zückte und losstapfte, drang weiter der Streit von Jorge und Sophia an ihr Ohr. »Jetzt beruhigt euch mal, Leute«, versuchte sie, das streitende Paar zu beschwichtigen, als sie wieder zu ihnen aufgeschlossen war. »Lasst uns einfach nach Hause gehen.« »Mich beruhigen?« schoss Sophia nun fast schon hysterisch zurück. »Einen Scheiß werde ich.« »Und das würdest du auch nicht an meiner Stelle, Anna.« »Na los, Jorge, erzähl ihr, was du mir gerade erzählt hast.« Anna richtete den Blick auf Jorge, der inzwischen deutlich an seiner sonst so abgeklärten Coolness eingebüßt hatte. Allmählich schien ihm zu dämmern, zu was für einer Schnapsidee er seine Freunde angestachelt hatte. »Ich habe Sophia nur erklärt, dass der Grabstein, den sie nun aus Versehen umgerannt hat, wahrscheinlich mal einer Hexe gehört hatte. Einer Hexe, die man einst lebendig begraben hat und die später von spanischen Bürgerkriegsmilizen wieder ausgebuddelt und aufgehangen worden war. Seitdem gilt der Ort hier jedenfalls als verflucht. Immer mehr Menschen wurden unerklärlich krank und starben. Die Böden verödeten, das Wasser verfärbte sich giftgrün und die wenigen Bewohner, die dieses Unheil überstanden, zogen schließlich Mitte des 20. Jahrhunderts von hier fort. Seitdem ist La Musara ein Geisterdorf. Als Jorge seine Ausführungen beendet hatte, lief auch Anna ein eiskalter Schauer über den Rücken. Sie fühlte sich plötzlich
als hätte Horge sie alle ins offene Messer laufen lassen. Denn mit diesem Wissen im Hinterkopf hätte sie der spontanen Exkursion zu dem Dorf, die Horge offenbar die ganze Zeit geplant hatte, niemals zugestimmt. Sie war streng katholisch erzogen worden, respektierte die Totenruhe und hätte diese niemals absichtlich gestört. Doch jetzt machte ihr noch etwas anderes schlagartig Sorgen. Enrique hatte nur eben die Pilze einsammeln wollen, doch das war schon wieder einige Zeit her. Wo also war ihr Mann? Mit einer unheilvollen Ahnung in der Magengrube wandte Anna sich abrupt um und ließ Horge und Sophia verdattert stehen. Sie lief zurück über den Friedhof und rief immer wieder Enriques Namen, doch sie erhielt keine Antwort. Verzweifelt suchte sie nach der Stelle mit den Kiefernreizkern, die ihr Mann hatte ausgraben wollen. Doch in dem grauenvollen Nebel sah sie bald nicht mal mehr die eigene Hand vor Augen. Sophia und Horge begriffen derweil endlich, was los war, und eilten Anna hinterher. Trotz des Nebels konnten sie sich immerhin orientieren, da Anna unentwegt nach Enrique rief. Schließlich gelangten sie irgendwann wieder zu der Kirche, wo Annas Stimme plötzlich verstummte. Die beiden tasteten sich vorsichtig durch die undurchdringliche Nebelwand und entdeckten ihre Freundin schließlich an der Seite der Grundmauer, wo zuvor noch Enrique gestanden und durchs Fenster gestarrt hatte. Anna kniete mit dem Rücken zu ihnen auf dem Boden und war verstummt. Als Sophia sie vorsichtig an der Schulter berührte, hob sie langsam den Kopf und sah die beiden direkt an. Tränen strömten über ihr verängstigtes Gesicht und in ihren Händen hielt sie Enriques Korb, den er zuvor noch beim Pilzesuchen bei sich gehabt hatte. Langsam öffneten sich ihre Lippen und sie sprach leise: Er ist weg. Anna, Horge und Sophia sollten die kommenden Stunden damit verbringen, den Friedhof und auch das gesamte Dorf La Musara mitsamt den angrenzenden Wäldern drumherum abzusuchen. Doch vergeblich, Enrique blieb wie vom Erdboden verschluckt und auch die anschließend hinzugezogene Polizei konnte den 36-Jährigen nicht aufspüren. Er wird bis heute, über 30 Jahre später, noch immer vermisst. Rational denkende Zeitzeugen argumentieren, dass er beim Pilzesuchen irgendwie verunfallt sein musste und womöglich schon nicht mehr lebte oder zumindest nicht mehr bei Bewusstsein war, als seine Freunde die Gegend um La Musara absuchten. Doch dann hätten spätestens in den darauf folgenden Wochen oder Monaten andere Wanderer sicherlich seine Leiche entdeckt, was so nie geschehen ist. Andere wiederum, die für das Übernatürliche aufgeschlossen sind, vermuten, dass Enrique nicht etwa gestorben ist, sondern nun an einem anderen Ort lebt. Wie Horge es seinen Freunden schon erklärt hatte. Legenden zufolge ist die Kirche von La Musara mitsamt ihrem Monolithen ein Portal in eine andere Dimension, das mit seiner dunklen Magie arglose Opfer anzulocken vermag. Enrique hatte sich von Anfang an stark von der Kirchenruine angezogen gefühlt. War er schließlich ihrem dunklen Ruf gefolgt und aus unserer Realität gerissen worden? Ein Jahr später gingen Anna, Sophia und Horge nochmals nach La Musara, um nach weiteren Spuren von Enrique zu suchen. Es war abermals ein extrem nebliger Tag. Wieder suchten sie die Kirche auf und spähten durch das Fenster hinein, wo auch Enrique einst gestanden hatte. Und für den Bruchteil einer Sekunde sahen auch sie im Inneren der Ruine eine schwarze Gestalt, die zu ihnen zurückstarrte. Bevor der Nebel sich wieder schloss und alles um sie herum verschlang.